Moinsen Leute, hier ist wieder Basukasu mit der nächsten Folge Super Mario Galaxy. Beim letzten Mal habe ich schon mitbekommen, dass die Schabernack-Kometen jetzt hier auf der Sternwarte aufgetaucht sind. Und ich laber jetzt auch direkt mal mit dem Dicken hier. Lalala, lalala, wenn du etwas über die Schabernack-Kometen erfahren möchtest, frag einfach mich. Soll ich dir etwas über die Kometen sagen oder soll ich sie bewegen? Sag mir mal was über die Dinger. Die Schabernack-Kometen sind lästige Dinger. Sie verwandeln Galaxien in völlig andere Orte. Rotkometen begrenzen die Zeit, die du in einer Galaxie verbringen kannst. Risikokometen begrenzen deine Lebenskraft auf 1. Schattenkometen lassen dich ein Rennen mit einem Klon abhalten. Und Tempokometen machen deine Gegner schneller. Und das musst du selbst herausfinden. Viel Spaß! Okay, ich habe hier schon irgendwo Kometen gesehen. Den hole ich mir jetzt auch direkt. Da in der Eierplanet-Galaxie, Anflug auf roter Komet. Das heißt, die Zeit ist begrenzt. Für die ganze Geschichte hier. Also ein bisschen Speedball-mäßig hier durchrennen. Zeitangriff, Dino-Piranha. Jo, hier ist auch also ein bisschen ein roter Schleier drumherum. Um darzustellen, dass der rote Komet jetzt hier ist. Und die Musik ist anders. Alles viel dramatischer und alles geil gemacht auf jeden Fall. Wo waren die nochmal? Na, Mario, mach keinen Scheiß. Die Musik ist halt echt dramatisch, ey. Komm, ich da hochkomme, ich brauch doch gar nicht einen Boomer da unten. Das ist auch anders, das sind jetzt auf einmal Kettenhunde. Wie auf der Erdnuss. Und nicht mehr diese Felsen, die ich kaputt machen kann. Sind denn die ganzen Dinger da? Die Steuerung ist so geil. Wenn man einfach auch noch im letzten Moment einfach zurücklenken kann und Mario fliegt einfach nicht weiter. Das war das letzte Ding. Da. Und weiter geht's. 3 Minuten noch, 3 Minuten 14 noch übrig. Habe ich keine Zeit für den Zwillingsdown. Was ist denn hier mein Cursor schon wieder? Der Cursor ist immer weg. Hallo? So, 1 Minute ist rum, glaube ich. Letztes Mal nicht lang gelaufen. Ist der Weg überhaupt? Ich glaube, der Weg ist langer, oder? Ja, hier war ich definitiv nicht. An die Pflanze kann ich mich auch nicht erinnern. Los, weiter. Ja, scheiß auf den Dieb da, der sich im Gras versteckt. Das war's doch schon, oder? Noch die Dino-Piranha wegklatschen und dann... Ja, genau. Oh, jetzt ist die Musik wieder so ganz unheimlich. Oder mysteriös. Und habe ich mich da jetzt nicht zu sagen. Komm her, Batz! So, nochmal. Du brauchst auch gar nicht hier so aufzumucken, du Wechsel. Bam, so. Keine 2 Minuten übrig. Oh, noch ein Treffer. Das wäre schon gewesen. Na, ja, halt so. Wahrscheinlich so. Ich hatte es eilig, Kollege. Ich glaube, die Zeit läuft jetzt sogar noch weiter, bis man einen Stern halt hat. Das ist echt mies. So, der Stern ist weg. Oder den habe ich jetzt eingesackt. Der Komet ist weg, so war das, wollte ich sagen. Ja, kann ich da mit dir sprechen? Die Karte? Ist es da, der Komet?
Dann gehe ich doch mal dahin. Ich denke, das wird jetzt hier die erste Mission sein, die ich im letzten Part erst gemacht habe. Der Sternenrundfahrt, genau. Ach komm, erkennen wir. Kann ich nicht wegdrücken, okay, dann nicht. Hier guck ich's doch an. Ja, egal. Da habe ich das erste Teil, das zweite, das dritte auch direkt. Da habe ich das erste mit so zack und das fünfte. Alle beisammen. Ich glaube, man konnte da irgendwie abkürzen, wenn man einfach irgendwie da oben durchkommt. Ah, hier, oder so. Das ist egal. Den Toad noch wie den letzten, so. Da kommt wieder Captain Toad. Ab wieder zu den 5 silbernen Sternen. Na, war es das ja gleich auch schon wieder. Warum die eine Plattform mitnehmen, wenn man einfach rüberspringen kann. Meine Meinung. Und da ist der Stern. Wie viel Zeit habe ich jetzt übrig? Habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube etwas weniger als 2 Minuten, aber. Also 1,58 war ja, als der Stern rübergeflogen ist. Sind bestimmt noch 10, 15 Sekunden abgegangen. Mehr glaube ich nicht. Yeah. Neue Galaxie entdeckt, wer hätte das gedacht? Im Badezimmer. Und das ist auch ein neuer Komet, ein blauer diesmal. Feindliche Basis entdeckt. Und wir messen unerhört große Energiemengen. Was dran wieder bloß? Das, die Basis wird noch dauern, bis ich da hingehe. Jetzt geht's erstmal zurück wieder zu anderen Kumpel. Boah, ist das nervig. Dann kann ich so hier runterspringen einfach. Aber das ist ein geiler Komet. Das war ja jetzt ein blauer Komet, also ein Schattenkomet. Und der Schawala-Komet hat ja schon gesagt, was da auf mich wartet. Ein Schattenklon. Anflug auf Schattenkomet. Überhol den Schatten. Ich glaube, im Englischen heißen die nicht Schatten Mario, sondern. Also der heißt die Schatten Mario, sondern Cosmic Mario, was viel besser passt, optisch.
Deswegen frage ich mich, warum der nicht bei uns nicht Cosmic Mario heißt. Ich glaube, es gab irgendwie einen Trick, um auch schneller durchzulaufen. Also um schnell einen Start zu kriegen. Ich weiß auch nicht mehr, wie der geht. Erstmal muss ich den jetzt hier im Rennen schlagen. Ah, hab's raus. Z drücken und dann A drücken. Ich glaube, den kann ich schnell abkürzen hier oben. Boah, da bin ich schon oben. Ich hätte doch gar keine Chance gegen mich. Die Musik ist aber auch geil. Ich glaube, der ist jetzt erst oben angekommen. Weiß ich aber nicht so genau, man hört ihn ja überall. Vielleicht überholt er mich auf einmal. Das wär's natürlich. Naja, weg ist er. Gesehen habe ich nichts mehr von dem. Steht der jetzt nicht sogar hier irgendwo? Ja, da unten. Ganz bedröppelt, weil er verloren hat. Der Schatten Mario. So, ist hier noch ein Schatten. Noch ein Komet, meine ich. Ein Schattenkomet. Nicht unbedingt, aber ein Komet. Könnte hier noch irgendwo sein. Nö, das waren alle Kometen erstmal. Klar, ich habe auch keine Galaxie mehr, wo einer kommen könnte, glaube ich. Aktuell. Dann geht es jetzt erstmal weiter mit der Sternstopp-Galaxie, mit dem letzten Stern. Erstmal. Da ist jetzt hier der Kometenstern übrigens. Der sieht ein bisschen anders aus. Nicht gut dargestellt. Die haben sich aber echt schon was gedacht. Also das ist echt ein klarer Spiel. Auch heute noch. Es macht echt Bock. Klebe, Kokon und Königsspinne. Ach, deswegen kam ich immer auf Spinne. Bei diesen hüpfenden Drecksviechern. Ja, okay. Da muss ich hin. Zu der Rakete wieder. Ich glaube, hier gab es irgendwie auch einen Glitch, dass man da in das Raumschiff konnte. Wenn man im falschen Moment dagegen stößt, keine Ahnung. Einer aus unserem Suchtrupp ist auf der Suche nach einem Powerstern auf diesem Planeten gegangen. Aber er kommt einfach nicht mehr zurück. Ey, wofür habe ich euch eigentlich, wenn ihr mir nur Probleme bereitet? Ich meine, das ist ja auch nur der Suchtrupp, ne? Nicht der Stern nach Hause bringt Trupp. Mit euren fetten Spinnen hinter, ne? Macht doch einfach. Macht einfach die Fliege, genau. Also muss ich hier lang, okay. Alles klar. Da ist ein Gourmet. Hallo? Hol ich mir den doch erstmal hier. Lalalalalala, hey du da, hast du keine Sternteile? Ja, blablabla, komm, mach weg. Ihr erzählt doch eh mal das Gleiche. 50. Hab ich noch gar nicht. 50 ist aber wenig, ich hab doch viel mehr, aber nee, ich hab ja hier noch nichts gesammelt. Ich krieg hier scheinbar auch gar nicht mehr, warte mal. Ich hör hier doch einen Goomba, da. So, da habe ich genau 50, 51, sorry. So, da komme ich raus mit dem. Ey! Wo ist der Dicke? Wo ist er denn jetzt? Da. Zack, 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 hier. Yam, 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 yam. Das war's, mein Bauch ist voll. Verwandlung! Was kommt jetzt nochmal? Oh, der Yoshi mit den Pickeln. Der Yoshi-Planet mit den Pickeln oben drauf. Ja, ist kein Ding. Ich hab hier ein paar Goomba, die ich jetzt hier wegknall.
Ich könnte schon, das habe ich auch schon mal schneller eingekriegt. So zum Beispiel. Oh. Er hat ja eigentlich gerade eine Münze gegeben. Ne, die geben gar nichts. Oh, das war knapp. Wenn ich jetzt hier an einem Goomba sterbe, ne? Da ist noch einer. Oh, das war knapp. Da ist auch noch einer. Auf der Nase. Zwei sogar. Da ist noch einer. Vorsicht vor dem Feuer. Okay. Immer noch nicht alle, oder? Ach, da ist auch noch einer. Jetzt aber. Das waren alle. jetzt kann ich den... Ah, schnell nicht holen, oder? Jo, ich bin erstmal wieder raus. Hier an der Stelle aus der Galaxie. Ich gehe aber nochmal rein. Möglich, dass das Video ein bisschen länger wird als die anderen Parts, aber... Ich beeile mich jetzt einfach und dann wird das schon gut gehen. Was macht Yoshi denn hier? Gut, dass ich letztens nicht was gesagt hätte, als ich die Eierplanet-Galaxie getreten habe, dass Yoshi gar nicht im Spiel vorkommt. Weil dann hätte ich ja gelogen, da wäre jetzt wenigstens aufgeflogen, die Lüge. Das war so ein geheimer Stern hier. So, jetzt kann ich es aber überspringen. Mach ich jetzt auch. So, da ist der Yoshi immer noch da unten. Jetzt sammle ich auch keinen Sternstaub ein. Weil das ist mir jetzt zu blöd. Ich dachte hier schon noch ein bisschen, aber... Wobei, brauche ich den nicht sogar? Ach, egal. Ist jetzt hier wieder der Eingang. Da hinten. Okay. Muss ich eigentlich noch mal lang? Okay, den habe ich gar nicht gesehen. Ich habe jetzt einfach nur, weil ich teilweise mal eine Drehattacke gemacht, weil ich ihn gehört habe. So, durch das Glas und hier durch. Ne, doch nicht da durch. Okay, durch das Ding halt hier. Ein paar ein bisschen Sternstaub mitnehmen. Ja, den Grün auch noch. Mann, ich treffe die ja nicht. So, das kann ich jetzt hier ziehen und ab die Post. Ja, ich kann mich auch sonst wohin schießen. Irgendwo hin, wo ich gar nicht hin muss. Ja. Einfach weiter hier, komm. Soll man nicht auf den Sack gehen, die Spinne. Da ist der nächste Kokon jetzt einfach da in die Mitte. Wo man auch schon wieder das Leuchten von dem Stern sieht. Den ich mir jetzt holen muss. So, der nächste Bosskampf quasi. So, warte mal. Ich dachte, das hier kommt jetzt schon raus. Warte mal, jetzt kommt's raus. Die Ekelspinne. Wobei, die ist ja eigentlich noch ganz knuffig. Die ist einfach nur fett. Ich kann einfach tot dagegen schießen. Wie geil ist das denn? Oh. Ich muss nur den Arsch treffen von der. Ja, und jetzt die Dinger da. So, und zack. Das Ganze nochmal, weil die jetzt sauer ist. Ups. Oh.
Da ist sie, dann liegt sie wieder auf ihrem Rücken. Kann ich da nicht zwei auf einmal machen? Ich dachte immer, ich könnte da zwei Dinge auf einmal wegmachen. Und Ende im Gelände. Ja, zeitlich geht's auch noch. 20 Minuten gerade rum. Die peile ich ja eigentlich immer so an, so bis, also halbwegs die 20 Minuten mittlerweile in diesem Let's Play. Und der Sternstopp ist auch wieder da. 1000 fast. Neue Galaxie entdeckt. Und ein Gourmet-Noomaster. Aber den werde ich jetzt nicht mehr aufsuchen. Ja, da ist er. Den habe ich schon gesehen. Danke. Da an dieser Stelle auch wieder mit diesem Part Feierabend ist. Ich bedanke mich daher fürs Einschalten. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Zeigt es mir gerne mit einem Like. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und dann geht's halt weiter im nächsten Part. Bis dahin. Tschö mit Ö. Euer Basukase.